Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Fanfarmer 300/Favorite 500C an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Herr Grupp und Polofreak211, ebenfalls mitgearbeitet haben Butters BTS, Peter AH, Invia TH und den Bremi 456. Das Ganze gibt es aktuell nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Kompakttraktoren. Ihr braucht eine gewisse Anzahl an Mods, wenn ihr alle Funktionen nutzen wollt. Die wichtigste ist das John Deere Pack von IFCO. Hört sich jetzt komisch an, aber ne, das John Deere Pack von IFCO braucht ihr. Wenn ihr viele Funktionen nutzen wollt, separat geht dann noch ProSeed, GPS, Vehicle Control Add-on, also VCA in dem Falle ist das, also das ist das GPS und so weiter und so fort. Wir werden euch alles auf der Download-Seite auflisten. Rein theoretisch gesehen braucht ihr nichts davon, aber ohne diese Mods fehlen euch halt einige Funktionen. In dem Falle, ich habe mich jetzt mal auf das John Deere-Dings beschränkt. Ihr seht hier, Fan Farmer 300 und Fan Favorite 500C, jeweils für 58.990 Euro in der Anschaffung, 79.990 Euro, was den 500C angeht. Größter Unterschied zwischen beiden Maschinen sind hier 40 und 50 km und sind halt andere Dinger, ne? Ist klar. Schauen wir uns mal den Farmer 300 an. Da haben wir 115 PS, standardgemäß Leistung, 106 Liter Diesel, 40 km Max Speed, 58.990, wie gesagt, eine Anschaffung, 3.008 im Leasing. Vier Farbkonfigblöcke, Sitzfarbe, Hauptfarbe, Felgenfarbe und Designfarbe. Sitzfarbe soll selbsterklärend sein, ne? Gibt es ein paar zur Auswahl. Hauptfarbe ebenso, Fendt Grün Alt, Fendt Grün Neu, Fendt Smart Grün, Petrol, Fendt Piper GmbH, Fendt Kommunal, Fendt Anthrazit und Fendt Sonderlackierung. Die Felgenfarbe sollte auch selbsterklärend sein und die Designfarbe hier, ihr seht, das ist dann später für den Frontladeranbau da. Könnt ihr dann dementsprechend auch noch so auswählen, wie ihr es handhaben wollt. Ansonsten steht euch mit Frontanbau, Reifenhersteller, Reifenvariante, Auspuffsysteme, GPS, Rundumleuchten, Motorsound, Teppich, Terminal, Feuerlöscher, Motorausführung und Luftfilter sowie Frontladeranbau. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und die 13 zur Verfügung. Wir haben Frontanbau entweder Gewichtsträger, dann haben wir einmal 50 Kilo Frontgewicht, 500, 100 Kilo, 150 Kilo, 200 Kilo, 250 Kilo, 300 Kilo, 350 Kilo, 400 Kilo, 450 Kilo und maximal 500 Kilo. Separat könnt ihr auch noch eine Fronthydraulik mit auswählen. Reifenhersteller Trelleborg mit Reifenvariante TM700, TM700 ZPR, ZPK, TM800, TM1060, TM1060 mit Gewichten, TM100 mit schmaler Bereifung, TM100 mit etwas, naja, narrow big, also größerer, schmaler Bereifung. Und dann sind wir hier wieder bei den TM700. Dann haben wir PKT, da gibt es einmal RT657M, das Ganze gibt es noch als L-Variante plus als Tieris, das Ganze noch als Tieris WT. Dann haben wir hier wieder normal, dann haben wir Michelin XM108M, das Ganze als L, das Ganze als 108 plus TM3000, das Ganze als Axio BIP2, das Ganze nochmal mit Gewichten, das Ganze mit FI plus Radgewichten. Na, geht's weiter, dann haben wir Mach XWIP, dann haben wir hier wieder die X108, Nurgian gibt es nur eine reine Kommunalbereifung, also für Reifenfetischisten sollte alles definitiv dabei sein. Dann haben wir Auspuffsysteme, Auspuff Nummer 1, dann 2, dann 2 mit Gitter und dann verließen sie in dem Falle hier auch schon wieder. Dann haben wir GPS, Nein oder Ja, in dem Falle ME Track Guide 3. Dann haben wir Rundumleuchten, gar keine, Rundumleuchte links und rechts. Haben wir Motorsound Standard 1, Schaltgetriebe 1, Standard 2 und Schaltgetriebe 2. Dann haben wir Teppich, Nein. Dann haben wir Teppich, ja. Und dann haben wir nochmal einen anderen Teppich. Ihr seht das, ne? Schwarz und hier ja, so ein bisschen Spielwiese. Ihr kennt das vielleicht noch aus eurer Kindheit. Dann geht es weiter zu Terminal. Da gibt es entweder einmal Nein bzw. Ja. Dann haben wir Feuerlöscher Nein bzw. Ja. Motorausführung in dem Falle Farmer 311, Farmer 312, heißt 115 oder 125 PS Leistung. Und dann haben wir einmal Luftfilter gebraucht oder Luftfilter neu. So wie am Ende Frontladeranbau, nein, Stoll F30, Stoll F30 plus Seil, Hauer XB110, Hauer XB110 plus Seil
oder halt dementsprechend nicht. Separate Frontlader gibt es mit zum Downloaden, haben wir euch auch mit verlinkt. Dann haben wir den Favorite 500C, da können wir es in dem Falle kurz halten. Die Config-Blöcke sind in dem Falle hier gleich. Der größte Unterschied ist logischerweise halt eine logischerweise andere Bezeichnung. Ansonsten hier Auspuff haben wir halt Auspuff 2, Auspuff 2 mit Gitter, ihr seht das Ganze alles halt gleich. In dem Fall auch hier die Standard-Sounds, auch hier Teppich, entweder schwarz oder halt Spielwiese. Ne, wir haben halt hier Favorite 511C und 512C, sowie 514C und 515C, heißt dann 115, 125, 140 oder dementsprechend 150 PS an Leistung. So, schauen wir uns die zwei guten Stücke an. Ich habe jetzt hier den 312er hier drüben, dann dementsprechend im Favorite. Ihr seht schon, Simple IC braucht ihr logischerweise, wenn ihr alle Funktionen mit nutzen wollt. Ne, haben wir hier Farmer 312 Turbo Shift in dem Falle. Vorne Fendt Logo Turbo LS FA 312, bayerisches Kennzeichen. Fronthydraulik hier vorne mit dran. Die normalen Fahrtleuchten, obere Arbeitsleuchten. Dann haben wir hier Auspuff 2 mit Gitter. Ne, Fahrtleuchten hier noch, Blinker und Co. Zwei Rundumleuchten mit nach oben. Da haben wir hier das Ganze so. Ihr seht, überall ist Kollision. Wir klitschen also nirgendwo durch. Hinten Bremslichter, Blinker, Arbeitsleuchten nach hinten. Auch hier nochmal Kennzeichen mit dabei und halt die üblichen Anschlüsse. Beim Favorite 515C jetzt hier der normale Auspuff ohne Veränderung mit dabei. Ne, steht dann dementsprechend auch hier da. Passt soweit auch alles. Genauso wie hier, kollisionstechnisch gesehen, gar keine Probleme. Das passt soweit alles, also ja. Innenbereich haben wir das einmal hier. Seht, Lenkrad lässt sich bewegen ohne Probleme. Links, rechts, Spiegel sind in ihrer Form. In dem Fall jetzt hier einmal mit Terminal. Hier drüben dann zum Beispiel ohne Terminal. Ne? Sieht aber, wie ihr hier seht, soweit auch identisch mit aus. Nur, das haut soweit hin. Ansonsten viele Simple IC-Funktionen, kommen wir gleich dazu. In dem Fall jetzt hier keinen Teppich mit dabei. Aber ja, bis auf kleinere Unschärfen, wie zum Beispiel hier hinten, sieht das eigentlich alles gut hier aus, wüsste ich jetzt nicht, was man dagegen sagen sollte, das ist alles mehr als in Ordnung. So, hören wir uns dann einmal den Sound an, das ist jetzt der Standard-Sound, der am Anfang ausgewählt wird, wir hören uns dann später alles nochmal separat an. Ja, hört sich erstmal schon gar nicht so verkehrt an, beziehungsweise eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die anderen schauen wir uns gleich zum Ende hinweg noch an. Weil, wie gesagt, wir haben vier Sounds zur Auswahl. Das ist halt der Standard-1-Sound. Und der hört sich aber auch schon sehr, sehr gut an. So, Thema Funktionalität. Ihr seht, beide Hände sind am Lenker. Mit dem Beinchen wird gearbeitet. Das ist alles schick schön. Ansonsten, armaturentechnisch gesehen, vorne alles voll animiert. Ihr seht hier Ganghebel vor, zurück und Co. Das ist alles wirklich mit animiert hier. Wir haben vorne die KMH-Anzeige mit dabei. Wenn ich hier den Tempomat runtersetze, seht ihr hier die grüne Zahl. Geht damit runter. Wir haben vorne die Pfeile, vorwärts, rückwärts. Wenn ich hier Blinker anmache, ob nur links oder rechts, das ist alles mit dabei. Spiegel funktionieren auch ohne Probleme. Könnt ihr über den Spiegelmod noch ein bisschen separater mit einstellen, falls ihr das braucht. Dann kann ich hier einmal Licht anmachen. Seht, da haben wir da auch eine separate Beleuchtung mit dazu. Gehen wir einmal hier in die Nacht rein. Sieht man das auch nochmal. Unten Warnblinker und Co. alles mit dran. Volle Beleuchtung hier mit dabei. Auch eine Innenraumbeleuchtung, sodass wir hier auch ein bisschen was sehen, was wir sehen wollen. Also das funkt alles. Selbst hier separat die Icons, die mit beleuchtet sind. Alles recht schnieke. Blinker sind im Außenbereich natürlich mit vorhanden. Reflektieren soweit auch. Einmal vorne sowie hinten. Genauso wie die Rundumleuchten. Passt alles. Ansonsten normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht können wir separat mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Das funktioniert. Haut hin. Hube. Ja, die Standardhube. So, kommen wir zum Thema Simple IC. Das ist nämlich eine ganze Menge. Wir können hier oben das Dach öffnen. Ja, möchte erst. Dankeschön. Wir haben Simple IC Sounds mit dabei. Ja, also wenn ich hier die Tür aufmache. Ne, alles hier mit dabei, können vorne hier die Frontscheibe öffnen und schließen, können hinten die Heckscheibe öffnen und schließen, das ist alles kein Problem. Separat könnt ihr, braucht die neueste Simple IC Version, könnt ihr hier auch über Simple IC den Motor starten. Ihr könnt Warnblinker mit Simple IC anmachen, das ist alles kein Problem. Ihr könnt hier die normale Fahrtbeleuchtung anmachen, ihr könnt nach links blinken, nach rechts blinken über Simple IC.
Auch das ist alles kein Problem. Ihr könnt über Simple IC hier vordere und hintere Arbeitsleuchten könnt ihr aktivieren und deaktivieren. Dann haben wir hier vier Funktionen, die mir, ja, wenn ihr Landwirt seid oder Ahnung habt, dann wisst ihr, was es ist. Also halt, wir haben hier die Funktion. Warte, Momento. Ne, wir haben das hier. Auto und Stopp. Da, keine Ahnung, könnt ihr hat auch eine Funktion, aber da bin ich raus, was das sein soll. Das gleiche gilt für hier hinten. Ne? Auch das soweit. Und dann habt ihr hier noch zwei. Auch wiederum Front. Kann man anklicken. Ich habe es nicht wirklich rausgefunden. Das eine könnte sein, hinten hier vorne hoch runter zu machen. Das ist mir schon klar. Aber das ist dann eher was für Leute, die wissen, wie es in der realen Landwirtschaft halt dementsprechend zugeht. Und ihr habt jetzt schon gesehen, das hier, das ist jetzt hier die Funktion, die wir aus dem John Deere Pack kennen von IFCO. Und das funktioniert soweit auch. Also wir können hier einmal rangehen. Ne, und dann können wir einmal hier über den Bordcomputer, über Steuerung links A und Steuerung links Q, können wir hier durch zwei Abteile durchschalten. Das eine Abteil ist halt für ProSeed, also das ist mit integriert. Sofern ihr ProSeed benutzt, könnt ihr dann hier halt alles ablesen bzw. halt ansehen. Ansonsten haben wir dann hier noch für GPS und das Ganze, da wird auch hier die KMH-Anzeige, wenn ihr das so im GPS dann mit drin habt, was es da alles halt mit angezeigt wird, das aus dem IFCO-Pack im Endeffekt auch kennt. Ne? Dafür braucht ihr halt das IFCO-Pack, weil das sich daraus wohl irgendwie ableitet, whatever. Ich hoffe, es hat alles seine sozialistische Ordnung. Und ja, so ist es dann am Ende des Tages. Heißt aber auch, ihr müsst ungefähr 280 MB halt separat als Mod mit dabei haben. Ihr könnt das halt auch ohne machen, dann habt ihr aber halt die Funktion hier nicht. Also wie gesagt, der Mod funktioniert auch autark ohne alles. Falls ihr aber die Funktion haben wollt, müsst ihr das halt dementsprechend mit drin haben. Steuerung links Y kann die Indoor-Kamera noch mit zurückgesetzt werden. Ne, auch eine nette Sache. Dann haben wir einmal noch im Außenbereich die Möglichkeit, einmal die Motorhaube hier zu öffnen. Und dann können wir uns hier den Motor auch anschauen. Der ist soweit nämlich auch mit animiert. Schöne Sache, schöne Sache. Zack, zack. Ne? Und das ist es dann, das, was mit Simple IC angeht, beziehungsweise was ich jetzt gesehen habe, auch gewesen. Schöne Sache. Ansonsten 42 km/h jetzt bei dem Farmer als maximale Geschwindigkeit. 40 so standardgemäß. 42, 43 schaffen wir hier so ungefähr. Ne? Das haut soweit hin. Fahrphysik ist auch mehr als angenehm. Ihr seht, hier vorne blinkt auch ein bisschen was im Armaturenbereich mit dazu. Ne? Auch wie gesagt, hier volle. Achso, ich muss das immer hier machen. Ich vergesse es immer wieder. Ihr seht das Ganze, was das jetzt offiziell bedeutet. Da fragt er mich Sachen. Ne? Das eine ist, glaube ich, Wasser- oder Öltemperatur. Was das genau bedeutet, ja, da bin ich dann dementsprechend auch raus. Aber auch da alles animationstechnisch gesehen halt mit dabei. Beim Favorite 510 in dem Fall oder einfach nur bei dem Favorite kommen wir halt auf 53 km/h. Wie gesagt, auch hier Simple IC technisch gesehen alles aufs Gleiche. Ne? Und ihr kommt hier auch auf 53 km/h maximaler Fahrtgeschwindigkeit. Das haut also so weit hin. So, dann würde ich einmal sagen, stelle ich mal kurz die anderen Sounds mit ein, dass wir uns da nochmal eine kleine Hörprobe geben können, was Standard Sound 2 und Schalt Sound 1 und 2 angeht. So, da haben wir jetzt einmal Schaltgetriebe Sound Nummer 1. Dann haben wir Schaltgetriebsound Nummer 2. Und dann haben wir Standardsound 2. Na, also die Qual der Wahl, würde ich sagen, die ihr euch da entscheiden könnt, was ihr da immer auch gerne nehmen wollt. So, haben wir vorne und hinten noch ein Anbaugerät dran. Allgemein noch halt zur Info, falls das nicht durchgedrungen ist. Also sofern ihr noch VCA und Co. mit reinnimmt, also alles, was wir separat verlinken, hat der Traktor entweder A noch mehr Funktionen über den Bordcomputer oder halt dementsprechend weniger. Das hängt halt wirklich stark davon ab,
was ihr als Zusatzmods da noch mit reinnimmt. Wie gesagt, das Ding funktioniert auch komplett autark, ohne separates Ding, aber ihr habt dann dementsprechend die jeweiligen Funktionen nicht mehr mit dabei. So, dann einmal hinten dran machen. Und dann das gute Stück einmal vorne dran machen. Ja, kämpft schon ein bisschen hier der Kleine. Ja, ein bisschen schwer, aber dafür kommen wir jetzt hier vorne das Ding dran, dann müsste es eigentlich gehen. Ihr seht, separat, ne, dynamische Kabelschläuche, soweit alle mit dabei, Sound ebenfalls mit dabei, vorne das gleiche in grün, ne, PTO-Anschluss, auch da alles mit dabei, alles schick, alles schön, alles wunderbärchen. Ja, bleibt am Ende des Tages eigentlich nur noch der Lok übrig und der Lok ist dementsprechend sauber, auch wenn ihr, wie gesagt, separate Mods nicht mit drin habt, die Funktion erweitern, es kommen dadurch keine Fehlermeldung. Jo, in dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein, tschüssi, Kowski.